Was passiert bei City Skylines, wenn man alle Autobahnen einspurig macht? Momentan haben wir 3 Spuren in der ganzen Stadt und es fahren schon relativ viele Autos auf den Spuren. Der Verkehrsfluss ist übrigens bei 83%. Das Problem ist, es gibt keine einspurigen Autobahnen, aber es gibt Auffahrten, die einspurig sind und die, würde ich sagen, verwenden wir jetzt einfach mal. Alter, sind hier viele Autobahnen. Hier staut es sich schon langsam, hier ist sogar eine 4-spurige Autobahn, aber das wird jetzt auch zu einer Spur. Jetzt sind alle Autobahnen einspurig und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert. So langsam staut es sich nach hinten. Reißverschlussverfahren ist sehr realistisch gestaltet, muss man sagen. Hier ist auch schon mega Stau. Aber das Autobahnkreuz geht noch mega klar. Aber an sich funktioniert's und James Brown, ein hochgebildeter arbeitsloser Erwachsener, fährt einfach locker flockig aus der Stadt. Die Autobahn funktioniert auch wieder mittlerweile. Und unserem Verkehrsfluss war das absolut egal. Ehrlich gesagt hätte ich das so nicht erwartet. Wenn ihr noch Ideen für Experimente habt, lasst gerne einen Kommentar da. Und ach ja!